Molekularbiologie ist der Bereich der Biologie, der die komplexen chemischen, besser gesagt biochemischen Vorgänge zum Thema hat. Vorgänge, die auf kleinstem Raum geschehen, also meist innerhalb einer einzelnen Zelle. Die Molekularbiologie betrifft daher alle Bereiche der Biologie, von der Evolution bis hin zur Genetik und hat während der Covid-19-Pandemie nochmal eine gesellschaftliche Bedeutung dazugewonnen. Damit alle SchülerInnen molekularbiologische Erfahrungen sammeln können, haben wir das Lern-Lern-Labor Laboratri ins Leben gerufen. Wir arbeiten auf der einen Seite in virtuellen Laboren und auf der anderen Seite mit authentischen molekularbiologischen Geräten, die sonst nur an unwegsamen Orten wie im Dschungel oder auf der ISS eingesetzt werden. Engagierte Lehrkräfte können bei uns Workshops buchen, die dann durch unser Team aus Pädagogen und Biologen durchgeführt werden. Doch wir unterstützen nicht nur die Planung und die Durchführung von gutem Biologieunterricht, sondern wir nutzen ein mobiles Videografiesystem und unsere Unterrichtsbeobachtungs-App BioReflect, um eben genau diese Beobachtungs- und vor allem dann Reflexionsprozesse für die Ausbildung eines reflektierten Habitus als angehende Biologielehrkraft zu unterstützen. Die Möglichkeit, hier etwas so Anspruchsvolles wie ein molekularbiologisches Experiment selber durchzuführen und später in einer Schulklasse und das Ganze dann auch noch mit einem Video reflektieren zu können, hat mir persönlich einfach weitergeholfen, das Thema ohne Bedenken unterrichten zu können. Ich bin mit meinen Schulklassen zum Laboratri gekommen, um hier das molekularbiologische Experiment durchzuführen, weil das so für mich im Regelunterricht einfach nicht möglich gewesen wäre. Und mit dem MacMint-Mobil können wir sogar direkt an die Schulen fahren und dort die Workshops durchführen. Das macht es leichter für die Lehrkräfte und noch mehr SchülerInnen können die Molekularbiologie kennenlernen.